Große Aufregung im Hundezwinger. Die vier Schlittenhunde von Björn Gedlich können es kaum erwarten. Gleich geht es raus auf die Trainingsstrecke. Die Vierbeiner begrüßen den Lominer mit sichtbarer Vorfreude. Doch bevor die Hunde ihre Runden drehen können, beginnt das eigentliche Ritual. Der Hundeschlitten wird platziert, das Geschirr angelegt, Ben, Gina und Ike ihrem Alter entsprechend eingespannt. Unterstützung erhält Björn Gedlich dabei von seiner Frau. Durch sie kam der Mascha, wie der Schlittenhundeführer in der Fachsprache heißt, vor über 10 Jahren zu seinem ersten Schlittenhund. Die mochte die Schlittenhunde immer so gerne und wollte sie sich gerne mal ansehen. Und da habe ich lange gesucht, jemanden zu finden, der hier in unserer Gegend Schlittenhunde hat. Das ist mir dann irgendwann mal gelungen mit der Familie Schmidt, die damals noch in Dorf Wehlen wohnten. Und dort sind wir dann mehrfach hingefahren, 3-mal vergeblich und beim 4. Mal haben wir dann die Hunde und auch die Besitzer mal angetroffen. Und dort ist eigentlich dann die Liebe entstanden zu den Tieren. Und schon geht's los, direkt vom Grundstück hinein in den Wald. Für den Lominer war dies unter anderem ein ausschlaggebendes Kriterium für die Haltung der Tiere. Denn Schlittenhunde wie die Alaskan-Malamut brauchen besonders viel Bewegung und sollten nur im Rudel gehalten werden. Denn so kuschelig sie auch aussehen, Wohnungshunde sind sie definitiv nicht. Dies zeigt sich einmal mehr auf der Strecke, denn hier entfalten sie ihre ganze Kraft. Ob Abfahrten oder Kurven, Björn Gedlich meistert jede Situation. Nur manchmal wollen die Schlittenhunde nicht so recht wie ihr Mascha. Dies kann gefährlich werden, denn gerade im Wald können andere Vierbeiner wie Rehe den Weg kreuzen. Deshalb bringt Björn Gedlich seinen Schützlingen frühzeitig die Kommandos bei. Ja, ich mache es immer so, dass ich mit den Welpen spazieren gehe, vom ersten Tag an. Und jedes Richtungskommando, was ich also mit ihm mache, gebe ich meinen Befehl dazu, rechts oder links oder geradeaus. Man kann darf ja auch andere Begriffe nehmen, wie in der eingeborenen Sprache, da kommt dann Hor für links und Chi für rechts. Aber ich habe mir die deutschen Begriffe angewöhnt, das machen auch viele Mascher und da lernen das die Hunde ganz genauso. Also es ist völlig egal, was man den Hunden für Kommandos beibringt, Hauptsache man nimmt immer die gleichen Kommandos, das ist natürlich wichtig. Müde sind nun die Beine, Zeit nach 1,5 Stunden wieder Richtung zu Hause zu fahren. Hier wird das Gespann schon von der 12-jährigen Hündin Laika begrüßt, die wegen ihres Alters nicht mehr den Schlitten mitziehen kann. Natürlich nimmt Björn Gedlich mit seinen treuen Begleitern auch an dem einen oder anderen Schlittenhunderennen teil. Dabei steht für ihn der Spaß an erster Stelle. Spezielle Vorbereitung mache ich da nicht. Es gibt da Marscher, die machen das ganz zielgerichtet. Aber mein Credo ist eigentlich, ich möchte Spaß in der Ausbildung der Hunde haben und bin also nicht da so versessen, unbedingt Sekunden zu haschen, sondern mir kommt es darauf an, mit den Hunden zu arbeiten, meine Freude daran zu haben und mich auch dann daran zu erfreuen, wenn die Hunde irgendwann mal das tun, was ich ihnen beigebracht habe. Für die Vierbeiner gibt es abschließend noch eine Belohnung und gegen den Durst bekommen die Hunde im Winter erwärmtes Wasser. Für die Alaskan Malamut wie für ihren Halter heißt es nun verschnaufen, bis Björn Gedlich wieder mit dem Hundegeschirr naht.